Wenn ihr wissen wollt, was unsere Erste-Hilfe-Ausstattung ist, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute! Tachchen! Heute wollen wir euch unsere Erste-Hilfe-Ausstattung vorstellen und dabei haben wir uns ein ganz spezielles Schema ausgedacht, was euch Anni jetzt mal erklären wird. Ja, das benutzen wir halt schon seit Jahren, weil wir sind ja immer zu zweit unterwegs. Also haben wir quasi zwei gepackte Erste-Hilfe-Kits. Und zwar, ich habe das für kleinere Wunden und Wehwehchen immer dabei, auch für Fußblasen und so ein Zeug. Und er hat quasi das, wenn direkt das Bein ab ist. Nein, er hat quasi das für größere Wunden. Er hat das Tourniquet dabei. Das zeigen wir euch gleich alles genau. Im Nachhinein. Aber jetzt wisst ihr schon mal grob Bescheid und jetzt gehen wir mal ins Detail. Ja, als allererstes, Gerrit, was braucht man, wenn man längere Touren gemacht hat, eventuell? Ja, wenn man mal länger unterwegs ist, kann es ja sein, dass da irgendwie so mal ein bisschen was im Schuh scheuert. Deshalb haben wir zur Sicherheit auf jeden Fall mal ein paar Blasenpflaster dabei, um dann halt die Tour nicht abbrechen zu müssen, sondern einfach weiterlaufen zu können. Ja, dann haben wir hier ein paar Tablettchen. Für was haben wir die? Ja, die Tablettchen sind gegen Kopfschmerzen. Also na klar könnte man auch einfach mehr trinken, aber es gibt halt einfach Kopfschmerzen, die... Das liegt halt nicht an Dehydrierung und dafür haben wir ein paar Mittelchen dabei. Und zwar welche? Paracetamol und Ibuprofen. Immer nett, das auch mal mit dabei zu haben. Ja, nächste Sache. Ta-ta-ta-ta. Anni, was ist denn das? Eine Pinzette, eine Zeckenpinzette sozusagen. Ja, was gibt's dafür zu sagen? Gegen Zecken auf jeden Fall gut, wenn man sich unterwegs mal ein bisschen abforstet den Körper. Oder auch für Holzsplitter, was ja durchaus bei uns vorkommt. Ja. Jupp. Ja, nächste Sache, die eigentlich bei jedem dabei sein sollte, was schon Standard ist, und zwar? So ein paar Pflasterchen. Also wir haben uns jetzt hier für die entschieden, die halt wirklich so an einem Stück sind quasi, die man dann selber kleinschneiden muss, weil wir halten nicht viel von diesen schon vorgeschnittenen, die sind halt doof. Und wenn da mal wirklich eine bisschen größere Schnittwunde ist, dann kommst du mit den kleinen halt einfach nicht mehr zu Rande und deshalb immer die schön großen, breiten Pflasterstreifen nutzen, ne? Richtig. Last but not least, das... Dreiecktuch. Anni, wofür braucht man so ein Dreiecktuch drauf? Also als erstes nicht Dreieckstuch, Dreiecktuch. Ja, ganz richtig, Dreiecktuch. Heißt auch nicht Schubslade. Ja, das gute Dreiecktuch. Wozu ist es? Wozu dient es quasi? Eigentlich, um Gliedmaßen ruhig zu halten bzw. zu stützen, oder? Genau. Beispielsweise, ihr habt euch draußen irgendwie den Arm gebrochen, dann könnt ihr das Dreieckstuch so binden, dass das hier so richtig schön ruhig liegt und dann tut das halt nicht so weh. Ja, also es tut schon noch weh, aber nicht so doll weh, als würde der Arm hier so runterhängen. Ja, wie wir schon zum Anfang gesagt haben, jetzt kommen wir zu den bisschen gröberen Sachen. Gerrit, was ist das überhaupt für eine Tasche? Das ist eine Tasche von der Firma Warrior Assault Systems. Man nennt sie auch das Rip-Off First Aid Pouch. Bam! Wodurch kennzeichnet sich diese wunderschöne Tasche? Die hat so eine Molleplatte, die kann man, weiß ich, an eine Weste ranmachen oder auch an den Rucksack ranmachen. Und dann ist hier hinten so eine riesige Klettfläche. Das wird dann drauf gedatscht und wenn da mal wirklich was sein sollte, reißt man das Ding runter. Und hat dann direkt diese ganze Erste-Hilfe-Ausstattung griffbereit. Außen am Rucksack. Das ist erstmal eine richtig, richtig coole Sache bei der ganzen Nummer. Dann hat die Tasche hier oben so zwei Reißverschlüsse. Die reißt man dann einfach auf und kommt dann hier zu dem wunderbar geordneten Innenleben der Tasche, wo man halt wirklich Bandagen, Schere und alles, was man so braucht, wunderbar drin anordnen kann. Ja, dann kommen wir gleich mal zum Inhalt, was du gerade gesagt hast. Was hast du denn da? Was haben wir denn? Bandagen erstmal. Genau. In verschiedensten Formen. Lange, große, kleine, dünne, dicke. Ich denke mal, die Anwendungsbereiche sind klar. Also es geht von ein bisschen größeren Schnittverletzungen bis hin zu wirklich tiefen Fleischwunden. Das kann man damit alles wunderbar stopfen und dann bandagieren. Sollte ja wirklich klar sein, ne? Ja, Gerrit, was haben wir noch so Schönes? Wir haben noch einmal Handschuhe mit drin. Die dienen zum einen zu eurem Schutz, beziehungsweise zu unserem Schutz, damit keine Infektionen in euren eigenen Körper reinkommen. Aber natürlich auch zum Schutz des Verletzten, damit halt nicht noch mehr Keime, Bakterien, Viren in die Wunde hineingelangen. Ja, klingt ja logisch, weil wenn ihr den ganzen Tag draußen seid und ihr euch nicht so häufig die Hände wascht, dann habt ihr halt extreme Bakterien an den Händen und dann sollte man dann vielleicht nicht in der Wunde da rumpopeln. Ja, was haben wir noch? Ich sehe schon, die große, schöne, abgerundete Schere. Ja, man könnte damit natürlich die Pflaster zuschneiden, aber hauptsächlich, wenn quasi Gerrit jetzt hier eine Wunde hat und alles aufgerissen ist, dann ziehe ich ihn nicht erst groß die Jacke aus, sondern werde seine teure, gute Jacke aufschneiden quasi, damit ich da besser rankomme und schneller, ja, genau. Für Notfall. Ja, soviel zur Schere. Ja, Gerrit, was ist eigentlich für eine riesen Tüte hier? Oh. Die Tüte ist nochmal ein extra Wundverband, der durch viele, viele coole modulare Funktionen quasi sich auszeichnet. Zum einen hat man ein extrem langes Stück Mull da drin, was man quasi in eine große Schnittverletzung reinstopfen kann, damit die Blutung erstmal so halt schon mal ein bisschen aufgehalten wird. Dann hat er auch noch so ein Plastik-Guckloch, sage ich einfach mal, ja, dass ja. Du quasi auf die Wunde drauflegst, und dann, um dann quasi einen Blick zu haben, ob die Wunde noch weiter sifft oder nicht. Also das ist einfach so ein modularer Druckverband, der halt alles so ein bisschen
beinhaltet und wirklich schnell anzulegen ist. Ja, was kann dummerweise passieren, wenn man draußen ein Lagerfeuer macht? Ja, man kann sich dummerweise vielleicht auch mal verbrennen. Und das vielleicht auch ein bisschen schlimmer. Und genau dafür ist dieses Brandwundenverband-Package hier, ja? Ist von der Bundeswehr, würde ich behaupten. Genau. Ja? Das ist quasi ein Verband, der einseitig beschichtet ist, damit quasi, wenn ihr das rauflegt, es nicht an der Wunde kleben bleibt. Genau. Und das ist ziemlich wichtig, weil wenn das kleben bleibt, ist das richtig unschön. Ja. Ist auch so hübsch verpackt. Ziemlich coole Sache. So, Gerrit, und zum Schluss, was viele gefragt haben, was ist eigentlich ein Tourniquet? Das hier ist ein Tourniquet. Wofür braucht man so ein Tourniquet? Das Tourniquet ist im Endeffekt einfach nur ein Mittel, um halt Blutungen abzubinden. Wann benutzt man so ein Tourniquet? Zum Beispiel, wenn Andi, wie auch immer das passiert, einen so extrem offenen Bruch hat, dass da halt so viel Blut raussifft, dass man das mit einem Druckverband nicht mehr abbinden kann. Oder ich mir durch einen dummen Zufall mit einer Axt die Hauptarterie im Bein halt irgendwie verletzt habe. Da kommt man mit einem Druckverband einfach nicht mehr weiter, das ist Fakt. Und für so eine Variante, für so eine Verletzung hat man dann dieses Tourniquet dabei. Das legt man dann quasi um die entsprechende Gliedmaße, schiebt das bis ganz hier unten unter die Achsel, zog das dann einmal richtig gut fest und dann hat man hier oben so einen Knebel. Und der wird dann so lange zugedrückt, also so lange gedreht und dann gibt es hier so ein Dreieck hier unten und da wird er dann eingeklinkt. Zu Demonstrationszwecken werde ich jetzt trotzdem nur 2-3 Mal festziehen, weil sonst wird es ein bisschen kritisch. Und wenn das dann richtig sitzt, dann geht von der Blutung halt erstmal keine Gefahr mehr aus. Wichtige Anmerkung zu der ganzen Sache. So ein Tourniquet erfüllt den Strafbestand der Körperverletzung. Das heißt, wenn ihr sowas benutzt, begeht ihr an eurem Gegenüber eine Körperverletzung. Das kann euch aber auch passieren, wenn ihr zum Beispiel bei einer Herzrhythmusmassage jemanden die Rippen brecht. Also überlegt euch gut, bei wem ihr das Ding benutzt. Wir beide haben das gegenseitig abgeklärt. Wenn wirklich mal so ein Fall eintreten sollte, dass irgendeiner eine Blutung hat, die man halt mit einem Druckverband nicht stillen kann, legen wir das Ding an und gut ist. Weil uns ist das Leben wichtiger als irgendwie ein verlorener Arm. Dumm gesprochen. Es ist ja wirklich für den äußersten Notfall. Es ist wirklich für den äußersten Notfall. Wir hoffen, es passiert eh nicht, aber wenn, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Wichtig auch zu sagen, das Ding ist auch nicht ganz ungefährlich, weil, wenn wir das jetzt festzonen, der hat es jetzt, sagen wir mal, 10 Minuten dran und wenn ich dann quasi ruckartig das jetzt löse komplett, was passiert dann, Gerrit? Dann passiert eine ganz unschöne Sache, weil das Blut, was hier in dem Arm ist, gerinnt natürlich auch irgendwann. Und wenn das Blut dann hier wieder anfängt zu fließen und dann vielleicht auch wieder ein Rücklauf entsteht, dann kann es halt dazu kommen, dass halt so kleine Schlaganfälle passieren, weil halt die Blutgerinnsel quasi Arterien verstopfen und die Venen. Deshalb darf nur wer dieses Ding dann wieder lösen? Der Arzt quasi. Ja, mit diesen beiden Packages zusammen fühlen wir uns eigentlich relativ sicher und denken, wir haben eigentlich alle Eventualitäten abgedeckt in irgendeiner Form. Ja. Das hier für die großen Auers und das da für die kleinen. Ja, wir finden auf jeden Fall, dass das, was wir uns hier quasi ausgedacht haben, in Kombination eine ziemlich gute Kombination ist. Allerdings jetzt noch die Frage, habt ihr noch irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben? Habt ihr noch irgendwelche weiteren Sachen, die unbedingt mit rein müssen oder habt ihr ein ganz anderes System vielleicht? Schreibt es bitte in die Kommentare, damit wir auch uns ein bisschen erweitern können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert unseren Kanal. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, bleibt safe. Ciao. Hä? Okay, ich hab's jetzt mehrmals verkackt, ich geb's zu, du sagst jetzt was und jetzt werde ich professionell gleich weitermachen. Ich drück jetzt mal Stopp.